Hallo und herzlich willkommen zu diesem ganz kleinen Infovideo. Wie ihr schon bemerkt habt, aktuell gab es jetzt keinen Smackdown. Raw hat sich jetzt, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal verzögert, oder? Ja. Ja. Anna gibt einfach folgende Gründe für. Wir werden jetzt auch erstmal eine kleine Pause einlegen. Aus verschiedenen Gründen. Jeder hat seine eigenen Gründe. Timo zum Beispiel. Kannst du ja anfangen, was sind deine, deine Beweggründe? Von der Arbeit, also vom im Betrieb, wurde ich versetzt auf eine andere Leitstelle. Und da habe ich halt jetzt täglich ungefähr eine Stunde bis anderthalb Stunden mehr Fahrtweg. Das heißt, die fehlen mir halt pro Tag. Und bin aktuell halt 6 Tage die Woche da. Das heißt, man kann hochrechnen, mir fehlen ungefähr 6 bis 9 Stunden in der Woche, die halt meistens bei mir halt für YouTube draufgegangen sind. Also ich komme, wann komme ich nach Hause? 15 Uhr, 3:30, dann isst du da was, dann ist es schon kurz nach 4. Und wenn du da noch irgendwas mal mit Freunden machen willst oder mit deiner Freundin oder auch mal was für dich einmal zocken willst, dann ist halt alles problematisch. Deswegen halt auch bei mir die ganzen Folgen jetzt verzogen. Mit den, weil aber das Timing, das die Planerei nicht mehr geklappt hat wie vorher. Und es ist halt aktuell sehr stressig mit dem ganzen Zeug. Ich muss euch mal einleben in der neuen Arbeit. Ist halt im Prinzip dieselbe Arbeit, aber jeder Betrieb ist halt ein bisschen anders. Und jedes Team ist unterschiedlich, ne? Ja, klar. Und gibt auch ein paar Komplikationen mit ein paar Kollegen und ja, ein bisschen Ruhe wird mir ganz gut tun. Und selbst als ich jetzt im Urlaub war, habe ich einfach gemerkt, einfach die Zeit, anstatt es aufzunehmen und einfach mal mit Jungs zu zocken oder mal einen Stream anzuschmeißen, hat mir viel besser getan, anstatt es umzusetzen, auf Zwang jetzt so, yo, ich muss jetzt ein Video aufnehmen. Und dadurch, dass auch jetzt Felix aktuell keine Videos machen kann, wegen seiner Playstation, fehlt mir auch ein bisschen so die Motivation, das alleine zu machen, weil ich finde, so ein Pay-Per-View ist halt nicht so geil, wenn man es alleine macht. Das ist halt schon was Specialhaftes, wenn wir halt zusammen einen Tag was hochladen, mit krassen Matches und sonst irgendwas. Wenn ich das alleine mache, ist es halt einfach nur eine grobe, nähere Raw-Episode mit einer Kick-Off-Show. Ja. Und dann ist es, war es gerade aktuell bei mir so, dass ich mich eher gezwungen habe, aufzunehmen, anstatt mit Spaß. Und es ist immer noch für uns ein Nebenprojekt, das mir auch Spaß machen und nicht um Geld zu verdienen oder sonst irgendwas. Sondern einfach nur, weil wir Bock drauf hatten, und wenn da der Spaß aktuell nicht gegeben ist, dann ist ja irgendwo der Sinn und Zweck nicht mehr da. Ja. Bei mir war es zum einen so, dass erst die Playstation auf einmal den Geist aufgegeben hat, während ich gerade eine Runde am Aufnehmen war. Aber auch schon jetzt nicht mit dem größten Bock. Und dann ist sie halt erstmal nicht mehr angegangen. Klar, ich könnte Timos Playstation haben, aber vom Fahrtweg ist das ist schon ein kleiner Zeitaufwand immer. Das Gas hin und her schieben ist ja auch dann auch dann so. Ja. Ich schnitze sie ja auch irgendwo, und wenn er dann immer die Fans aufnehmen braucht, dann schickt das mir zurück. Das ist für uns jeweils ungefähr 1,5 bis 2 Stunden Fahrtweg dann jedes Mal. Ja. Das ist halt nicht optimal. Ja. Und und dann ist halt einfach das Ding. Dass es bei mir sowieso ist, klar, wie Timo schon gesagt hat, Arbeit ist stressig und so. Dass es einem dann teilweise irgendwie besser tut, wenn man dann irgendwie eher einfach sich entspannt hinsetzt und irgendwas spielt, worauf man gerade Bock hat. Also auf Zwang aufzunehmen, vor allem durch die Situation bei der WWE selber, muss ich sagen, ist bei mir halt so ein bisschen die Motivation einfach niedergegangen, weil es ist halt egal, was ich plane. Ich muss es irgendwie am Ende wieder umplanen, weil irgendjemand bei der WWE gefeuert wird. Ja, also für die es jetzt echt schon lang verfolgt haben, die wissen es ja, ich habe Adam Cole gepusht. Nicht nur Adam Cole, sondern auch noch Alistair Black. Ja, als Beispiel. Als Beispiel. Genau, da fing es ja schon an. Aber damals, Zack Ryder war ja noch okay, weil ganz ehrlich, das war einer. Weißt du? Da konnte ich es noch verkraften. Ja. Aber jetzt habe ich Adam Cole gepusht. Eigentlich seit wir angefangen haben mit dem Projekt. Ja.
Ja, der ist jetzt weg. Dann Braun Strowman, okay, der war bei dir, aber den habe ich bekommen, ja. Hatte ich auch schon Pläne mit. Auch wieder weg. Darf ich wieder jemand neu? Darf ich das ganze System wieder umschreiben? Aleister Black war bei mir World Champion. Ja, durch die WWE ist er weggegangen. Ja, das heißt, jetzt darf ich mich da auch schon wieder um was Neues kümmern. Und ganz ehrlich, da vergeht einem auch irgendwann ein bisschen der Bock dran, wenn man sich wirklich hinsetzt, Storylines bis nächstes Jahr WrestleMania überlegt und dann ständig, es ist ja nicht nur einmal so, wenn das einmal so wäre, dann wäre es kein Problem, aber wirklich ständig dann die Superstars gehen und du es dann neu umplanen darfst, ja, weiß ich nicht. Also dafür gibt mir halt persönlich ein bisschen irgendwie die Motivation, ja, an dem Ganzen. Geht mir auch so. Ja. Und ja, das sind halt einfach so meine Gründe. Ja, und aus dem Grund haben wir jetzt entschlossen, ist erstmal eine Pause zu machen. Vielleicht sammeln wir auch dann ein paar neue Ideen und vielleicht schon mit anderen Wrestlern, die jetzt aktuell nicht so im Fokus sind bei uns, was zu planen. Aber aktuell ist halt so ein bisschen eine Blockade im Kopf so, weil eigentlich wollte ich das so machen, aber es geht jetzt nicht so und wie nehme ich dann dafür, eine, keine Ahnung. Und ja, dann ist es bei mir halt eher auf Zwang, so eine Episode. Ja, und dann macht es auch keinen Spaß, die zu planen und auch irgendwie dann zu einem Pay-Per-View zu fiebern oder die aufzunehmen, weil du irgendwie so denkst, ach komm, die Storyline ist doch jetzt eh nur auf Zwang und ist eh keine gute und auf die habe ich selbst keinen Bock, warum sollten die Zuschauer drauf Bock haben und ja, ich finde das merkbar auch teilweise in den Videos, wie wir dann moderieren oder wie unsere Stimmlage ist, dass wir selbst nur ein bisschen genervt sind. Also zumindest ist es bei mir so. Ja. Wir haben jetzt halt für eine Pause entschieden. Wie lang die ist, können wir nicht sagen. Ne? Wird schon zeigen, ja. Wir werden vielleicht trotzdem ab und zu nochmal streamen, wenn wir Lust drauf haben. Also ganz enthalten sind wir jetzt nicht. Ob jetzt auf dem zweiten Kanal die Stream-Highlights noch hochgeladen werden, muss ich mal schauen, ob dann Zeit dazu finde, das zu schneiden. Und ja. Schaut wieder rein, wenn es wieder losgeht. Irgendwann. Ja. Danke für die bisherige Unterstützung. Genau. Mitgesessen, dass wir so schnell so eine Reichweite bekommen. Mit einem Spiel, was eigentlich gar nicht mehr gespielt wird. Weil's ja, das kommt noch dazu. Weil es verpackt ist wie scheiße, aber wir können vor Glück reden, dass es bei uns halt jetzt funktioniert. Und ja. Danke bisher für alles und bis irgendwann. Jo,